Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch zeigen, wie man eine Custom-Animation zwischen zwei View-Controllern erstellt. Wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch heute kurz hier. Nicht heute, auch heute. Aber ich gehe auf Details und dann seht ihr, wie sich ein cooler zweiter View-Controller von rechts nach oben so aufrotiert und wenn wir auf Go Back klicken, das Ganze wieder rückwärts. Ja, wie das geht, das zeige ich euch heute. Wir schließen erstmal das Projekt, das Beispielsprojekt, und dann machen wir ein neues Projekt auf namens Single View Application, nicht Namen Single View Application, vom Typ Single View Application, und Name nenne ich einfach mal Custom Rotate Sequence. So, auf dem Desktop erstelle ich das Ganze und schon haben wir unser Projekt. Wir gehen als erstes in Storyboard, denn wir machen das Ganze mit Storyboard, das ist ziemlich viel einfacher, und wir fügen dem ersten View Controller. Ich habe hier schon gleich einen zweiten View-Controller hinzugefügt. Entschuldigung, habe ich gar nicht erwähnt. Dem ersten View-Controller fügen wir einen Button hinzu, wo drin steht Rotate Animation. Und dann kopieren wir den Button und sagen hier im zweiten View-Controller erstmal, dass die Farbe sich ändern soll auf schwarz. Und dann fügen wir noch ein Label hinzu. Label. Da ist ein Label. Und das ändert sich zum Glück automatisch auf weiß. Hier sagen wir jetzt nicht Rotate Animation, sondern wir sagen Second View Controller. So, ja. Jetzt haben wir unsere zwei View Controller, mit denen wir arbeiten wollen. Wenn wir jetzt auf Rotate Animation gehen und einen Rechtsklick und dann rüberziehen, dann sehen wir hier, dass wir so eine Auswahl haben zwischen Push, Model und Custom Action Sequence. Wir wollen aber eine eigene und deshalb erstellen wir jetzt eine neue Datei vom Typ Objective-C Class und nennen die ganze AW Custom Rotate bzw. Rotate Sequence vielleicht. Warum AW? Natürlich wegen AppWiese. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Initialien reinschreiben. Normalerweise hat sich das jetzt so eingebürgert, dass man halt seine eigene Initialien vorne reinschreibt. Genug geredet, jetzt geht's auf Next und auf Create und schon haben wir unsere Custom Sequence. Da das eine Subklasse von einer UI Custom Sequence ist, von einer UI Storyboard Sequence, können wir jetzt hier die Methode Perform überschreiben. Und das machen wir, indem wir in der Header-Datei einfach Perform als ganz normale Methode reinschreiben, als Prototyp, und in der, upsala, jetzt habe ich es schon in der M-Datei so reingeschrieben, natürlich hier den Methoden Body und in der H-Datei. Ganz einfach, ganz einfach ist es nicht für mich. Dann jetzt hier aber Void Perform reinschreiben. So, was kommt jetzt in die Void Perform rein? Als erstes wollen wir unsere zwei View-Controller, die in der Animation mitwirken, definieren. Und deshalb sagen wir UIView-Controller, natürlich, source ist gleich self.sourceViewController. Und schon haben wir den SourceViewController von der Animation als View-Controller herausgefiltert. Jetzt kommt das Ganze für das Ziel, also Destination ist gleich self.destinationViewController. So, bevor jetzt die Animation startet, wollen wir dem Source View Controller den Destination View hinzufügen. Also wir sagen erst, ja, adde den View, dann drehe ihn und dann verschwinde. Also, ja, ich kann das schlecht beschreiben. Am besten, ich zeig's euch einfach, indem wir hier weitermachen, und zwar mit Source. View add subview destination.view. Jetzt fügen wir den Zielview einfach hinzu, animieren ihn dann und dann lassen wir die Source View verschwinden. So rum, genau. Jetzt geht es weiter mit destination.view.transform, denn wir wollen ja eine Animation. Und wichtig, jetzt sagen wir nicht, was performt werden soll, sondern wie das Ausgangsstadium von dem View sein soll. Das heißt, wir wollen ja, dass es so rein dreht, und deshalb
lege ich jetzt hier eine gewisse Rotation fest und sage CG affin transform make rotation. Und hier sage ich jetzt MP durch 2. Ich glaube, das ist ein halbes Pi. Ich weiß gar nicht genau, wie Xcode da das berechnet. Ich habe es ausprobiert, einfach, ja, uns hat jetzt, ich glaube, das ist jetzt eine halbe Drehung oder so. Und deshalb wird es jetzt von rechts nach oben ausgeführt. So, jetzt geht es weiter mit der eigentlichen Animation. Denn MP durch 2 ist jetzt nur das Ausgangsstadium. Deshalb sagen wir jetzt hier UIView animate with duration. Und dann brauchen wir hier das ganz lange. Animate with animations. Completion brauchen wir. Options brauchen wir. Ich glaube, ja, das war's. Dann Animate with Duration, hier geben wir einfach 0,5 zum Beispiel ein. Delay sagen wir 0,0, denn wir wollen ja keine Verspätung, nicht wie die Deutsche Bahn, ohne jetzt hier lästern zu müssen. Dann als Option sagen wir UI View Animation Option Curve Easy, nicht Ease, sondern Easy, Ease In. Wir können hier auch Ease In Out verwenden, ist eigentlich egal. Dann geht es weiter mit Animations und hier gehen wir jetzt auf den Block und klicken Enter. Denn dann fügt er schon automatisch etwas hinzu. Ja, wir wollen jetzt Animations ausführen. Und zwar wollen wir jetzt Destination.View.Transform gleich CGAffin Transform Rotation auf 0 zurücksetzen. Wir wollen jetzt, dass er sich von MP durch 2 zu 0 dreht. Ja, das war's schon in der Animation. Jetzt wollen wir nur noch die Completion hinzufügen. Und das heißt, hier klicken wir wieder auf Enter und geben hier unseren Code ein. Das ist einfach praktisch von den von der Autovervollständigung von Xcode. Dann muss man hier nicht ewig mit den Klammern rumfriemeln, sage ich einfach mal auf Schwäbisch. Und hier sagen wir jetzt das, was ich vorher angemerkt habe, aber nicht so gut beschreiben konnte. Destination.view remove from SuperView. So, jetzt noch SourceView, also der SourceViewController, present ViewController, Destination, animated, no. Weil wir haben ja die Animation schon ausgeführt und jetzt wollen wir nicht, dass es noch eine so eine Model-Animation von unten nach oben gibt. Completion auch 0. So, jetzt können wir in Storyboard und hier mit dem Rechtsklick auf das andere einfach hier Rotate auswählen. Xcode erkennt schon automatisch, wenn wir eine neue Datei hinzufügen, vom Sub, die von UI Storyboard Sequence erbt. Und jetzt können wir mal auf Play klicken und dann sollte schon unsere Animation ausgeführt werden, allerdings noch nicht unsere Back-Animation. So, Rotate-Animation, perfekt. So, jetzt müssen wir jetzt kurz mal noch in den Second-View-Controller sagen, hier nicht Rotate-Animation, sondern Rotate-Back. Und jetzt ist es auch gar nicht mehr viel, wir kopieren einfach, nee, machen wir nicht. Wir machen eine neue Datei und sagen AW Rotate Back Sequence und klicken auf Next Create. Und jetzt kopieren wir einfach den Inhalt Perform, also den können wir kopieren. Dann den Body können wir auch soweit kopieren, bis auf zwei Werte. Und zwar sagen wir jetzt nicht MP durch 2, sondern wir sagen minus MP durch 2, das heißt einfach von der anderen Seite. Den Rest lassen wir genau gleich und sagen jetzt einfach im Storyboard von Rotate Back, gehen wir jetzt zurück auf den anderen View Controller und sagen hier Rotate Back, schwieriges Wort. Jetzt klicken wir auf Run und es sollte eigentlich alles soweit funktionieren. Ja, ich nehme hier mal nicht den hässlichen 3,5 Zoll, sondern den 4 Zoll. Klicke auf Run nochmal.
Und jetzt dauert es natürlich wieder ein bisschen. Jetzt sehen wir unseren iOS Simulator, klicken auf Rotate und auf Rotate Back und wir kommen wieder zum ersten View Controller. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß jetzt nicht ungefähr, was nächste Woche kommt, was, ja. Wie gesagt, ich überlege mir da was. Und nochmal danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss.